Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, online gegangen sind. Freuen uns sehr, mit Ihnen ein spannendes Thema heute zu bearbeiten. Es geht um hybrides Arbeiten. Wir wollen versuchen, mehrere Themen rund um das Thema hybrides Arbeiten miteinander zu verbinden. Und dann auch noch uns mit der Frage eben beschäftigen, funktioniert hybrides Arbeiten auch in der Verwaltung? Da gibt es sicherlich noch mal besondere Herausforderungen. Bevor wir da in die Diskussionsrunde einsteigen, wird Sebastian Marx von Dataport uns in einem Einstiegsvortrag auf das Thema einstimmen. Und ja, danach werden wir in die Diskussionsrunde mit sehr spannenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern einsteigen. Also bis gleich und ja, floor is yours. Vielen Dank. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ich habe einen kleinen Impulsvortrag mitgebracht zum Thema oder zu der Frage, ist hybrides Arbeiten eine Teilmenge von New Work? Und das soll einmal einen Einstieg geben in das Thema New Work. Was versteckt sich dahinter eigentlich? Was ist denn eigentlich die Definition von hybridem Arbeiten? Gibt es da schon eine Definition? Ich habe ein paar Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Wir wollen noch mal schauen, wie bei Dataport das Thema hybrides Arbeiten betrachtet wird. Und ich gebe noch einen kleinen Ausblick. Und ich würde sagen, in den nächsten 15 Minuten starten wir jetzt mal direkt rein. Corona hat uns gezeigt, dass sich eigentlich ganz viel in unserer Lebenswelt verändert hat. Das Wichtigste, sag ich mal, auf unserer Arbeitswelt war, die Arbeit ist bei uns zu Hause eingezogen. Das heißt, unsere Zeithorizonte, die wir vielleicht früher immer noch betrachtet haben, wenn wir von der Zukunft gesprochen haben, haben sich extrem verkürzt. Wenn wir früher gesagt haben, wie werden wir denn mal in 5 oder in 10 Jahren arbeiten? Wir wussten, als Corona losging, noch nicht mal, wie wir nächste Woche arbeiten, weil sich die Regeln ganz schnell immer geändert haben und wir uns immer wieder anpassen mussten. Das heißt, wir haben so ungefähr 3 Phasen gehabt. Einmal vor Corona, wo wir ganz weit geplant haben. Zu Beginn von Corona, wo wir ganz kurzfristig geplant haben. Und jetzt aktuell, sag ich mal, stabilisiert sich das langsam wieder. Das heißt, wir wissen auch langsam wieder, wir können ein bisschen längerfristig planen. Und wenn wir dann nochmal schauen, kann man generell sagen, Corona hat wie so ein Katalysator für die Digitalisierung gewirkt. Auf einmal waren diese Begriffe New Work, digitale Transformation, Arbeiten 4.0 in aller Munde. Alle haben sich damit beschäftigt und mussten sich damit beschäftigen. Und da würde ich gerne mit Ihnen nochmal reinsteigen und schauen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff New Work. Ich habe auch nochmal ein kleines Foto mitgebracht von dem Frithjof Bergmann. Er gilt als Urvater vom New Work, ist leider jetzt auch gestorben, aber er hat dieses Thema maßgeblich geprägt und war immer der Meinung, die Leute müssen das finden an Arbeit, was ihnen wirklich, wirklich Spaß macht. Das war eigentlich so seine Aussage, dass es für ihn wichtig ist, dass die Arbeit nicht ein 9-to-5-Job ist, sondern es wirklich diese intrinsische Motivation gibt, dass ich diese Arbeit gut mache. Und das lässt sich zusammenfassen. Ich habe das mal in 5 Freiheiten zusammengefasst. Einmal Freedom of Time, dass die Mitarbeiter selber entscheiden, wann sie arbeiten wollen. Das ist die erste Freiheit. Die zweite Freiheit, die damit in dem Konzept von New Work mit einfließt, ist Freedom of Location. Die Mitarbeiter sollen selber entscheiden können, wo sie arbeiten wollen. Sei es jetzt im Büro ganz klassisch, im Homeoffice oder auch an dritten Orten, wie zum Beispiel Coworking, Café, alles, was wie gesagt nicht Homeoffice oder Büro ist. Das dritte ist Freedom of Tools. Das heißt, die Mitarbeiter sollen selber entscheiden können, mit welchen Tools sie auch wirklich arbeiten. Denn jeder kennt das aus seinem privaten Umfeld. Man ist einige Tools gewohnt, mit denen man ständig arbeitet. Dort ist man auch effizienter. Wenn man dann in einem großen Unternehmen oder in einer großen Organisation arbeitet, dann kriegt man ein Toolset vorgesetzt. Der vierte Punkt ist Freedom of Task. Das heißt, die Mitarbeiter sollen selber entscheiden dürfen, welche Aufgabe sie bearbeiten und in welcher Reihenfolge. Und da wird es jetzt langsam spannend und auch schwierig, denn ich möchte ja auch irgendwie als Führungskraft vielleicht steuern, in welcher Reihenfolge meine Aufgaben abgearbeitet werden, weil ich selber ja auch eine Priorisierung reingeben möchte. Und wenn ich das natürlich aus der Hand gebe zu meinen Mitarbeitern, ist das ein Punkt, worüber man einfach reden muss. Und als fünfte Freiheit, das ist Freedom from Hierarchy, da geht es um dieses ganze Selbstverständnis, dass die Organisation immer flacher wird, mein Vorgesetzter vielleicht auch eher zu so einem Sparringspartner wird, der mich dabei ja begleitet, dass ich einfach
meine Arbeit gut machen kann. Und das setzt einfach ein Vertrauensverhältnis voraus und einfach eine andere gelebte Kultur, wie wir sie oft kennen. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn New Work eigentlich umsetzen? Und dieses Beispiel von einem Tonstudio finde ich da eigentlich sehr, sehr passend. Also wenn wir uns diese fünf Freiheiten jetzt mal wie so Regler im Tonstudio vorstellen, kann man sagen, je nachdem, wer da in mein Tonstudio kommt, muss anders abgemischt werden. Also ein Orchester hat eine ganz andere Einstellung als zum Beispiel ein Rockmusiker oder ein Solosänger, der in meinem Team jetzt, wie gesagt, arbeitet. Und das heißt, ich muss immer für mein Team die optimale Einstellung von diesen fünf Freiheiten finden, damit sie optimal arbeiten können. Wenn wir jetzt zum Beispiel Polizei anschauen, Freedom of Location ist da eher schwierig. Der Polizist kann jetzt nicht sagen, ich möchte lieber am Strand patrouillieren als in der Innenstadt. Aber vielleicht könnte man dabei der Freedom of Time ein bisschen unterstützen, mit einem Tool beim Schichttauschen helfen, dass jeder dann arbeitet, wann es für ihn am besten passt, dass man da tauscht, der eine lieber vormittags, der andere eher Spätdienst oder Nachtdienst. Das war jetzt erstmal New Work. Wenn wir jetzt einmal schauen, was ist denn eigentlich hybrides Arbeiten, dann lässt sich in der Wissenschaft oder auch in der Literatur noch gar keine abschließende Definition dazu finden. Ich habe von der Boston Consulting Group ein schönes Zitat gefunden, die sagen, ja, hybrides Arbeiten findet eigentlich im vollen Spektrum statt. Einmal wirklich in Persona, also in Präsenzarbeit bis komplett remote. Das ganze Spektrum dazwischen ist mein hybrides Arbeiten. Und wenn wir da nochmal schauen, wo kommt das eigentlich her? Das ist auch in den 70ern, also schon sehr, sehr lange gibt es das, wurde es geprägt. Dort war es Jack Nils, der gesagt hat, er möchte bei der NASA als Wissenschaftler arbeiten. Er muss gar nicht immer durch den Berufsverkehr. Er kann doch eigentlich auch von zu Hause arbeiten, dort, wo er wohnt. Also kann er auch lieber, wie gesagt, von dort arbeiten. Dann wurde es in den 2000ern nochmal von den großen amerikanischen Unternehmen aufgegriffen, Dell, Deloitte. Auch da war es immer was durchs Management reingebracht wurde und von oben den Mitarbeitern ermöglicht wurde in ausgeprägten Möglichkeiten. Wenn wir jetzt nochmal weiterschauen, jetzt sind wir, wie gesagt, gerade in der Corona-Zeit. Wir haben uns da, glaube ich, ein bisschen alle mit arrangiert. Aber was haben wir denn da jetzt mitgenommen? Das heißt, das Homeoffice ist eigentlich zu dem Ort geworden, wo die Leistungserbringung stattgefunden hat. Ganz viele Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt und wir haben festgestellt, die technische Ausstattung ist vielleicht gar nicht überall gegeben. Ich glaube, da wurde ganz kräftig aufgerüstet. Jeder hat irgendwie sich eine gute Webcam besorgt, ein gutes Headset, größere Monitore, vernünftigen Schreibtischstuhl. Also da ist ganz, ganz viel passiert einfach. Wir haben aber auch festgestellt, wir können gar nicht alle Leute ins Homeoffice schicken. Das heißt, wir müssen uns wirklich die Tätigkeitsprofile anschauen und die Rollen, um davon dann abzuleiten, ist das eine Aufgabe, die ich im Homeoffice erledigen kann oder nicht. Ein weiterer Punkt, der ist vielleicht jetzt, sage ich mal, ganz marginal, aber ist der Internetzugang, also die Grundlage, die ich brauche, um überhaupt ja von anderen Orten zu arbeiten, haben wir festgestellt, ja, wenn jetzt ganz viele auf einmal zu Hause sitzen. Die Tochter macht vielleicht Homeschooling und die Mutter möchte eine Web-Videokonferenz machen, schon reicht die Bandbreite nicht mehr aus. Also auch sowas muss einfach gegeben sein. Und die letzten Punkte, genau die digitalen Werkzeuge, die sind auch noch nicht überall flächendeckend verfügbar. Da schauen wir gleich nochmal drauf, was sich dahinter verstecken kann. Und wir haben einfach gemerkt, es braucht einfach eine aktive Begleitung bei diesem Wandel, weil ich auf einmal alles explizit machen muss. Das, was früher vielleicht so stattgefunden hat, dieser Austausch auf dem Flur, man hat seine Kollegen getroffen, man hat sich mal eben unterhalten, da fließt ganz, ganz viel Information, auch neben den normalen Terminen. Und jetzt im Homeoffice habe ich gemerkt, man muss einfach alles explizit machen, man muss zum Beispiel auch die Kaffeeküche explizit machen, dass man Raum schafft, damit die Kollegen sich austauschen können. Und auf der rechten Seite sehen wir nochmal, wie wir das jetzt verstehen. Wir sagen, hybrides Arbeiten ist genau die Schnittstelle zwischen dem Arbeitsplatz, dem Homeoffice, Telearbeit und mobilen Arbeiten. Und wir wollen da auch jetzt gar nicht irgendwie auf die rechtlichen Bewertungen eingehen, die da in Deutschland noch hinterstecken, sondern für uns ist es einfach genau dazwischen passiert für uns hybrides Arbeiten. Jetzt habe ich noch mal ein paar Zahlen mitgebracht. Das ist eine Studie von Slack mit Statista. Hier geht es explizit um Unternehmen. Also wir sind jetzt hier nicht in der Verwaltung.
Aber auch das zeigt, glaube ich, ganz gut, ne? 69% wollen auch in Zukunft hybrid oder komplett remote weiterarbeiten. Und das Spannende ist, 39% davon haben angegeben, dass sie produktiver sind im Homeoffice. 44% sagen immerhin noch, sie sind gleichermaßen produktiv. Und jetzt wird spannend, 50% sagen, dass die Zusammenarbeit weniger effizient ist. Das heißt, ich habe einige Sachen, da muss ich mehr Zeit aufwenden, um mich zum Beispiel abzustimmen mit meinen Kollegen. Andere Aufgaben kann ich aber vielleicht dadurch schneller abarbeiten. 62% sagen, ihnen fehlt das soziale Miteinander. Ich glaube, das haben ganz viele von uns gemerkt. 70% sagen, dass sie generell die Work-Life-Balance steigert die Arbeitszufriedenheit. Und 85% sagen, dass sie auch Büroflächen mangels Auslastung einfach reduzieren können in Zukunft. Wenn wir jetzt nochmal schauen, wo findet denn eigentlich die Arbeit statt und wann findet die Arbeit statt? Dann können wir das auf zwei Achsen einmal betrachten. Das Klassische ist, glaube ich, wir treffen uns alle am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Das ist die normale Besprechung im Büro, die wir kennen. Wenn wir jetzt sagen, wir treffen uns alle am gleichen Ort zu einer unterschiedlichen Zeit, dann sind wir beim Whiteboard oder bei der Pinnwand, die im Büro hängt, wo vielleicht der Schichtplan abgebildet ist, wo vielleicht ein Kanban-Board hängt, wo man nacheinander mal draufschaut und sagt, seine Eintragungen und seine Änderungen macht. Und jetzt wird es spannend, jetzt gehen wir wieder in die ortsunabhängige Komponente. Das heißt, wir sind alle an unterschiedlichen Orten, aber zur gleichen Zeit. Das ist die Videokonferenz, die wir, glaube ich, alle zu gut kennen aktuell. Und der letzte Punkt, da geht es jetzt auch gerade durch die hybride Arbeit immer stärker hin, ist, wir sind alle an unterschiedlichen Standorten, aber auch zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, für den einen passt es in seinen Arbeitsrhythmus besser vormittags vielleicht und für den anderen eben eher nachmittags. Das heißt, wir werden uns gar nicht mehr so oft denn auch sehen zur gleichen Zeit und trotzdem muss ich ja meine Informationen rüberbringen. Das heißt, dieses Whiteboard bringe ich auch in die digitale Welt. Das heißt, sprechen wir von digitalen Whiteboards, von Lösungen, wie ich meinen Kollegen vielleicht auch per Videonachricht, per Chatnachricht Informationen hinterlassen kann, die sie dann zur geeigneten Zeit abrufen. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Büro anschauen, dann verändert das natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Früher war das der Ort der Leistungserbringung und jetzt wird es eher zu einem Ort zum Lernen, zum Austausch, aber auch für Innovation. Also das ist der Ort, wo ich hinkomme, um mich mit meinen Kollegen zu treffen. Ich muss dort dann auch mein Büro anders gestalten. Ich brauche mehr Flächen, wo ich mich austauschen und zusammenkommen kann. Und der nächste Punkt ist, ich habe oft auch das ist jetzt vielleicht in der Privatwirtschaft stärker vertreten, das Büro als Ort, wo ich meinen Arbeitgeber eigentlich, die Marke auch wirklich erfahre. Das heißt, ich habe dort ein starkes Branding, wo ich dann wirklich meinen Arbeitgeber wahrnehme und seine Markenwelt erleben kann. Und der letzte Punkt ist, die technische Ausstattung, die dort gegeben ist, die muss natürlich auch so gut sein, dass sie die Leute wieder zurück in die Büros zieht. Also wenn ich mich erstmal im Homeoffice gut eingerichtet habe, ich habe mir da, wie gesagt, alles auf meine individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Wenn ich dann wieder zurück ins Büro soll, dann muss ich natürlich auch dort eine Ausstattung haben, die mich dort auch hinzieht. Und ich glaube, da verändert sich, wie gesagt, einfach das Büro an sich. Wenn wir jetzt einmal schauen, wie wir das bei Dataport betrachten, das Thema hybrides Arbeiten, da sagen wir, unsere Mission ist es, einfach hybrides Arbeiten für die Verwaltung und auch für die Bürgerinnen zu ermöglichen. Und wir haben das versucht, so möglichst ganzheitlich zu betrachten und da sind diese 5 Satelliten entstanden. Das heißt, wir schauen uns den physischen Arbeitsplatz an, das ist wirklich der Client, mit dem man arbeitet. Die nächste Welt ist die virtuelle Zusammenarbeit, da stecken die ganzen Tools hinter, sei es jetzt angefangen bei der Videokonferenz, da können diese digitalen Whiteboards dahinter stecken, da sind aber auch sowas wie zum Beispiel ein Raumbuchungstool, ist da auch mit gemeint. Also alles, was ich brauche, um wirklich dann auch hybrid zu arbeiten. Der nächste Punkt ist der digitale Arbeitsplatz. Auch wie wir sagen, es konzentriert sich immer mehr einfach auf den Arbeitsplatz. Das heißt, ich möchte von jedem Ort zu jeder Zeit eigentlich darauf Zugriff haben, dass sich das alles irgendwie ins Web verschiebt. Und der nächste Punkt ist dann diese ganzen weichen Themen. Auch Führung und Zusammenarbeit müssen begleitet werden
Auch da brauche ich einfach ein Angebot, wie ich da unterstützen kann. Und als letztes, das sind die dezentralen Arbeitsorte. Wenn wir sagen, es gibt sowas wie dritte Arbeitsorte, dann möchte ich das natürlich auch irgendwie meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen und dafür ein Angebot bereithalten. Das sind hier zum Beispiel dann die Coworking Spaces, die wir hier anbieten. Als letzten Punkt möchte ich nochmal mit Ihnen gemeinsam ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn wir nochmal in die Technik einfach die Zeitachse uns anschauen, dann sagen wir, sowas wie Videokonferenzen ist heutzutage einfach Standard. Das hat sich einfach durchgesetzt in den letzten Jahren. Da sind die Einstiegshürden sehr, sehr gering auch. Das kann jeder heutzutage auch nutzen. Was sich jetzt während Corona im Jahr gezeigt hat, sind diese digitalen Whiteboards, die wir dort sehen. Und aus meiner Sicht sind die nächsten Themen, die kommen, einfach Robotic Process Automation. Das heißt, wir haben immer wiederkehrende Aufgaben, die automatisiert werden. Das Thema KI kommt dazu. Wie kann mir Technik dabei unterstützen, meine Arbeit besser zu erledigen? Und wo wir sagen, was auch nochmal einen großen Schwung bringt, ist zum Beispiel das autonome Fahren. Wenn ich auch dort wieder Zeit habe, andere Dinge zu tun, dann wird auch vielleicht das Auto mehr wieder zu einem Ort, wo ich arbeiten kann und eben nicht nur telefonieren und mich eigentlich auf die Straße konzentrieren muss, sondern auch dort andere Dinge erledigen kann. Und der letzte Punkt, das ist, glaube ich, wenn wir nochmal wirklich weiter in die Zukunft schauen, das ist dann wirklich Virtual Reality und Augmented Reality, dass ich die Zusammenarbeit mit meinem Gegenüber einfach so menschenmöglich oder so nah wie möglich gestalte, dass es eben nicht nur jemand ist, der auf dem Monitor gefesselt ist, sondern ich wirklich ihn als Avatar mit möglichst realistischen Gesichtszügen wahrnehmen kann. Aber das nur als Ausblick und damit gebe ich gerne zurück an Sascha Adam. Ja. Vielen Dank, Sebastian, für doch die tolle Einleitung. Gleich vorweg, es ist auch schon die Frage in den Chat gestellt worden, ob die Präsentation zur Verfügung gestellt werden kann. Können wir das schon beantworten? Müssten wir das nochmal Rücksprache halten? Können wir das schon? Also ich teile sie gerne. Wenn wir die technischen Möglichkeiten dazu haben, können wir die sicherlich super. Gerne zu. Genau, da haben wir die Frage doch schon gleich beantwortet, die aus der Nutzerschaft sozusagen kommt. Ja, was kann man sagen, wenn wir den Vortrag zusammenfassen? Hybrides Arbeiten ist ein sehr technischer, sperriger Begriff. Er ist, finde ich, sehr gut zum Leben erweckt worden. Er zeigt die Präsentation auch und die Vorstellung von Sebastian, ja, welche Handlungsfelder dort daraus entstehen und die Dimension, die wir zu berücksichtigen haben. Es sind eben nicht nur die Arbeitsorte, die wir zu berücksichtigen haben. Es ist das ganze Thema Kultur, es ist das Thema Technologie. Ist es eben aber auch die Frage, wie wir Menschen dazu befähigen in der Zukunft. Und was wir am Ende ja auch gesehen haben, das wird ja weitergehen, die Entwicklung. Ne? Also wir werden nicht bei dem stehen bleiben, wo wir heute stehen. Ja, das ist jetzt ein sehr guter Startpunkt für die Diskussionsrunde. Ich hatte das ja schon angekündigt. Wir haben sehr interessante, sehr spannende Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserem Panel. Genau. Rolf kommt gerne auch mit dazu. Bevor wir aber da jetzt direkt einsteigen, wollen wir für euch draußen an den Bildschirmen, an den Handys und Laptops doch aber noch mal eine kleine, kurze Einführung machen, wer jetzt hier eigentlich physisch und aber auch virtuell zugeschaltet ist. Wir beginnen mit Imke. Imke Täufer-Krebs, du bist Leiterin Personal- und Organisationsentwicklung bei der GMSH. Sei doch so gut, sag doch mal zwei, drei Sätze. Was ist die GMSH und was verbirgt sich unter deinem Titel? Was machst du dort? Ja, das mache ich gerne. Dankeschön. Ja, die GMSH ist die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein. Das ist ein öffentliches Unternehmen. Wir sind sozusagen das größte Architekturbüro Schleswig-Holsteins. Also wir sind in ganz Schleswig-Holstein angesiedelt, haben 1700 Mitarbeitende, wovon gut die Hälfte in Kiel untergebracht ist, jetzt an einem neuen Standort untergebracht ist. Davon kann ich wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen was erzählen, weil wir mitten in dieser Corona-Pandemie umgezogen sind und das uns einen großen Schub gegeben hat in dem Wandel. Und in diesem Projekt bin ich insbesondere zuständig für das Thema Arbeitskultur. Und da beschäftige ich mich natürlich ganz viel damit, wie kommen die Menschen rein in dieses neue Arbeiten. Wir sind ein öffentliches Unternehmen, das heißt, wir gehören schon zu dem öffentlichen Bereich, verstehen uns aber auch als Unternehmen und sind da, glaube ich, in Kiel auch ziemlich weit vorn in der Umstellung unserer Arbeitsweise, unserer Arbeitsorganisation.
Und dazu erzähle ich dann gerne gleich ein bisschen mehr. Super, vielen Dank. Ja, Annika Busse wäre sozusagen die Nächste. Du bist stellvertretende CIO, Referatsleitung Application Management und Head of AI, Automation und Software Strategie in der Senatskanzlei der Hansestadt Hamburg. Sei du doch bitte so gut und sag auch noch mal in 2, 3 Sätzen etwas mehr über das, was du da eigentlich machst. Ja, mache ich sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und ja, was machen wir genau in der Senatskanzlei im Amt für IT und Digitalisierung in meinem Bereich? Also wir führen neue Technologien in der Hamburger Verwaltung ein, also pilotieren diese und schauen, wie die sozusagen in der Verwaltung sinnvoll eingesetzt werden können, um die Digitalisierung voranzutreiben, um auch bessere Bürgerinnen und Bürgerservices am Ende anbieten zu können. Und schauen dann, was wir da in die Skalierung gemeinsam bringen, auch mit Dataport, mit denen wir hier auch heute am Tisch sitzen, ist unser wichtigster Partner dabei. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, sozusagen zu gucken, Fachverfahrensarchitektur, das ist ja Application Management auf Englisch oder Softwareanwendungen auf Deutsch, wie wir uns da zukunftsfähig aufstellen, dass wir da auch eine moderne Architektur, die aber auch sicherlich dann damit zusammenhängt, wie wir sozusagen das hybride Arbeiten damit ermöglichen, weil da ist ja auch beispielsweise eine Fragestellung, kann ich diese Anwendung auch vom mobilen Arbeiten zu Hause bedienen, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Und dementsprechend freue ich mich, hier heute auch dabei zu sein. Sehr, sehr spannend. Da bist du ja mit am Herzstück der Digitalisierung in Deutschland. Sehr spannend. Vielen Dank. Ja, als nächstes Jörg Nickel würde ich Sie bitten. Sie sind Referatsleiter Digitaler Wandel in der Staatskanzlei Schleswig-Holstein. Sind Sie doch bitte so gut und sagen uns auch noch mal ein bisschen, was dahinter steckt. Ja, sehr gern. Moin auch von mir in die Runde. Na, vielleicht beginne ich mal zu erklären, was ist eigentlich eine Staatskanzlei, weil das ist für uns so selbstverständlich, aber ich denke, dass einige der Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht gar nicht wissen, was ist eigentlich diese Staatskanzlei. Also die Staatskanzlei ist die Behörde des Ministerpräsidenten und wir unterstützen den Ministerpräsidenten und den Chef der Staatskanzlei bei ihren politischen Aufgaben. Und in unserem Referat Digitaler Wandel kümmern wir uns, wie der Name vermuten lässt, um den digitalen Wandel. Der Schwerpunkt unserer Arbeit ist das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben im Jahr 2019 eine Landesstrategie zur künstlichen Intelligenz vorgelegt, den sogenannten Handlungsrahmen künstliche Intelligenz. Das Ganze wird jetzt gerade nochmal aktualisiert und im November wird es dann nochmal erneut mit einem Update versehen und veröffentlicht. Und wir verwalten ein Sondervermögen zur Förderung der künstlichen Intelligenz in Höhe von insgesamt 45 Millionen Euro. Das ist für Projekte vorgesehen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und in der Verwaltung. Aber mehr und mehr habe ich in den letzten Monaten, auch nicht zuletzt durch die Corona-Zeit, ist mir der zweite Begriff meines Referates immer wichtiger geworden. Also nicht nur digital, sondern auch Wandel. Denn ich glaube, das ist eine ebenso große Herausforderung wie die Digitalisierung der Verwaltung ist, den beständigen Wandel voranzubringen. Denn Digitalisierung ist ja nicht abgeschlossen, wenn die E-Akte eingeführt wird oder die elektronische Rechnungsstellung oder das Online-Zugangsgesetz abgearbeitet ist, sondern die Veränderungen gehen ja immer schneller und dafür die Bereitschaft zu schaffen, auch in der Verwaltung. Das sehe ich auch als große Aufgabe an und hier neue Ideen zu entwickeln. Und da haben wir auch gerade einen am Start, von der erzählen wir, glaube ich, etwas später noch ein bisschen mehr. Sehr, sehr auch beeindruckend. Vielen Dank, Jörg Nickel. Ja, als nächstes in der Runde Rolf Jobst. Du bist Bereichsleiter Digitale Infrastrukturen bei Dataport. Ja, sei du doch bitte so gut und erläutere das auch mal ein bisschen, was wir uns heute vorstellen können. Ja, gerne. Auch hallo an alle zu dieser Session. Mein Name ist Rolf Jobst. Ich bin seit fast 30 Jahren bei Dataport und habe dort eigentlich die ganze IT-Technik mitbekommen, angefangen von einem Host, der in einer Zentrale stand, bis heute eben zu dezentralen und mobilen Arbeiten. Wir haben mittlerweile bei Dataport ungefähr 8 Standorte, die im Norden verteilt sind und dort insbesondere über unsere 4.000 Mitarbeitern verteilt die IT. Das, was wir machen, ist für unsere Trägerländer im Norden die IT bereitzustellen. Digitale Infrastruktur bedeutet dann letztendlich alles von den Netzen, von den PCs bis hin zu den Anwendungen. Wenn wir uns mal auf Hamburg und Schleswig-Holstein konzentrieren, dann haben wir ungefähr in Schleswig-Holstein 60.000 Beschäftigte in der öffentlichen Verwaltung. Wir haben 29.000 Beschäftigte in den Schulen noch, die wir mit IT ausstatten. Wir haben in Hamburg Größenordnung 70.000 Beschäftigte in Hamburg, die wir mit IT
versorgen, ob sie jetzt in den Gebäuden sind, in den Behörden sind oder eben auch jetzt zu Corona-Zeiten mobil. Auch sehr, sehr beeindruckend. Das ist, ja, finde, man merkt schon, eine sehr, sehr spannende und sehr passende Runde auch für das Thema. Sebastian Marx, du bist Innovationsberater, Arbeiten der Zukunft. Hat man an dem Vortrag schon gemerkt, dass du in diesem Thema doch schon länger auch unterwegs bist bei Dataport. Ja, bitte sag doch auch noch mal zwei, drei Sätze. Genau, mit dem Thema Arbeiten der Zukunft schauen wir halt, was brauchen wir zukünftig, um richtig arbeiten zu können. Das geht los bei sowas wie digitalen Tools, wie verändern die sich. Da geht es los beim Marktscreening bis hin zur Einführung machen wir da alles bei uns im Team. Aber es sind auch solche Themen dabei, wie zum Beispiel neue Geschäftsfelder Richtung Coworking, wo ich auch mit dir zusammen dran arbeite, das wie gesagt auch als ein Produkt für unsere Kunden an den Start zu bringen. Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, also ihr seht da draußen eine Runde, die durchaus auch aus der Praxis erzählen kann, worüber wir hier reden, weil das soll unser Ziel heute sein, dass wir einfach das Ganze, dieses doch technisch anmutende Begriff hybrides Arbeiten ein bisschen zum Leben erwecken lassen und auch aus der Praxis von Erfahrungen erfahren. In die Diskussion einsteigen würde ich gerne mit Jörg Nickel. Jörg Nickel, Sie hatten gesagt, genau digitaler Wandel, hatten das auch ausgeführt, ne, dass eigentlich dieses Wandel immer wichtiger wird und gar nicht so sehr das Digitale. Jetzt haben wir, wie gesagt, dieses neue Schlagwort hybrides Arbeiten. Würden Sie vielleicht mal versuchen, noch mal so diesen Bogen zu spannen zwischen digitalem Wandel, hybridem Arbeiten? Also wie hängen die beiden Themen eigentlich zusammen? Wie unterstützen Sie sich gegenseitig? Wie wichtig erachten Sie hybrides Arbeiten? Und vielleicht dann noch als zweite Fragestellung gleich hinterher, wie sehen Sie momentan den Status sozusagen der Möglichkeiten, hybrid zu arbeiten in der Verwaltung? Was ist da in den letzten anderthalb Jahren passiert? Was gab es da auch so für Herausforderungen? Ja, wenn Sie uns da vielleicht einen kurzen Einblick geben könnten. Soll ich da schon von unserem Projekt was ausplaudern? Oder? Da würde ich gerne später dazu kommen. Okay. Aber Sie können das natürlich anreißen. Gut, dann kann ich gucken, dass ich mich da beschränke. Also vor jetzt gefühlt anderthalb Jahren, wo der Aufruf war, dass möglichst alle Menschen im Homeoffice arbeiten sollten, galt das eben auch für die Landesverwaltung. Und wir haben schon seit ich in der Staatskanzlei bin, etwa seit 7 Jahren, haben wir eigentlich auch die elektronische Akte. Das heißt, tatsächlich ist es sehr gut gelungen, dass an die 80% der Mitarbeitenden aus der Staatskanzlei einfach nach Hause gewechselt sind und von dort aus nahtlos weiterarbeiten konnten. Das fand ich wirklich super beeindruckend. Aus einigen Kommunen habe ich gehört, da mussten irgendwie noch Koffer und Kisten transportiert werden mit Akten oder es konnte eben kein Homeoffice gemacht werden, weil die Akten nicht das Haus verlassen durften. Also da ist das Land sehr weit vorne und hat das eben mit den entsprechenden IT-Dienstleistern und mit Dataport gut auf den Weg gekriegt, dass wir ziemlich nahtlos das geschafft haben, dort weiterzuarbeiten. Wir haben dann auch bald angefangen, alle Runden per Videokonferenz zu machen. Diese Abzeichnung, dieser Workflow, den hatten wir ja schon lange auch in der elektronischen Akte. Also wir haben wirklich nahtlos da arbeiten können. Und die Rückmeldung waren auch, dass viele Menschen selber überrascht waren, wie gut das funktioniert. Also vorher konnte sich das kaum jemand vorstellen, dass wir wirklich die ganze Zeit, dass man im Homeoffice arbeiten kann. Wir haben als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit, bis zu 2 feste Tage in der Woche auch an einem anderen Ort zu arbeiten, im häuslichen Umfeld. Es gibt dort eine Vereinbarung zum sogenannten flexiblen Arbeiten. Das eine ist ein oder 2 feste Tage in der Woche, dann von zu Hause zu arbeiten oder in einem ähnlichen Umfeld. Und das andere ist das mobile Arbeiten aus besonderem Anlass. Also wenn mal ein Handwerker kommt, ein Arzttermin zu machen ist oder man einfach auf irgendeinem Weg ist oder Kinder ein bisschen krank sind oder man selber einen schmerzenden Knöchel hat, dann kann man auch aus Anlass bezogen zu Hause arbeiten. Das ist auch möglich. Und diese verschiedenen Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens werden auch zurzeit evaluiert. Das wird so in einigen Monaten auch vorgestellt. Da werden wir mal sehen, was dabei rausgekommen ist. Aber die Rückmeldung, die ich allgemein gehört habe, ist, dass viel mehr Menschen als früher jetzt auch Anträge stellen, dauerhaft einzelne Tage mobil zu arbeiten. Und
ja, dem anderen Projekt erzähle ich gerne noch. Genau, andere Projekte. Genau. Das Stichwort heißt Coworking in der Landesverwaltung. Ich will sie jetzt auch nicht hängen lassen. Also das schmeiße ich jetzt schon mal rein. Aber dazu erzählen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Genau, das heißt, an der Stelle würden Sie dann auch das Thema Wandel und hybrides Arbeiten, digitaler Wandel und hybrides Arbeiten nochmal dann sozusagen an dem Beispiel dann deutlich machen. Genau. Das macht Sinn, genau. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, als nächstes vielleicht Annika, könntest du vielleicht die Frage mal für Hamburg uns einen Einblick gewähren, wie du das so empfindest, wie das ganze Thema hybrides Arbeiten in der Verwaltung in Hamburg so funktioniert hat. Ne, was gab es da für Erfahrungen in den letzten anderthalb Jahren? Wo steht man da heute? Ja, sehr gern. Also in Hamburg hat das auch insgesamt sehr reibungslos funktioniert, weil Hamburg auch gute Voraussetzungen hatte, sozusagen ins Homeoffice zu wechseln, weil elektronische Akte gab es schon sehr lange, aber auch die ganzen anderen Infrastrukturen wie Videokonferenzsysteme oder ähnliches oder auch die Belastung sozusagen der VPN war so ausgerichtet, dass das halt gut möglich war. Von daher hat das dann in der Pandemie, wir haben eine Befragung gehabt, bei bis zu 78% der Beschäftigten haben dann in der Zeit im Homeoffice in der Spitze gearbeitet. Von daher finde ich das bei 70.000 Beschäftigten schon eine sehr hohe Zahl. Und es hat auch einen sehr großen Schub beim digitalen Wandel meines Erachtens gebracht. Also auch viele, wir haben eine Befragung halt durchgeführt bei den Mitarbeitenden und dort kam auch heraus, dass viele, die auch vorher noch nie die Erfahrung gemacht hatten, im Homeoffice zu arbeiten, jetzt das auch wertschätzen und auch in der Zukunft verstärkt nutzen wollen. Von daher hat das sicherlich meines Erachtens oder haben wir so festgestellt für uns die Digitalisierung bestimmt noch so einen großen Schub verliehen, wie es ja auch in der allgemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und genau, weil du dieses Stichwort Schub auch ansprichst, gerade weil es ja auch deine oder mit auch dein Aufgabengebiet ist, war denn tatsächlich da ganz kurzfristig, wurden dort Initiativen notwendig, um eben dieses ganz hybride Arbeiten zu ermöglichen? Oder war das tatsächlich so, dass das so relativ reibungslos dann überging? Ja, es sind einige Häuser waren da ein bisschen besser aufgestellt als andere. Also in einigen Häusern, also zumindest so aus den Berichten, die ich dann auch mitbekommen habe, gab es sicherlich auch noch Initiativen, es gibt halt auch noch Bereiche, wo die elektronische Akte noch nicht eingeführt ist, wo dann halt natürlich solche Dinge priorisiert wurden oder halt auch dieser Workflow dann schnell eingeführt wurde, damit das auch genutzt werden kann. Plus, dass natürlich auch geguckt wurde, wie machen wir das mit dem Equipment. Ne? Also noch nicht 100% der Mitarbeitenden waren mit Notebooks ausgestattet. Also da waren schon noch einige Dinge, die dann versucht wurden, schnell auf den Weg zu bringen, damit das sozusagen natürlich auch für alle, die es halt vom Arbeitsplatz her können, auch ermöglicht werden kann. Und da sind wir sicherlich auch noch dabei, würde ich sagen. Also von daher ist es noch eine Reise. Auf jeden Fall. Das sagt ja auch, was Jörg Nickel sagt. Ne? Der Wandel, der hört nicht auf. Das ist kein Projekt, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern das hat gerade noch mal Schub bekommen und das wird weitergehen. Vielleicht, was mich ja so ein bisschen interessieren würde noch mal, weiß man eigentlich, wie die Bürger am Ende des Tages, also haben die etwas davon gemerkt, von diesem Switch, den die Verwaltung in Schleswig-Holstein, aber auch Hamburg sozusagen machen mussten? Gibt es da Erkenntnisse, ob Bürger und Bürgerinnen da in irgendeiner Art und Weise etwas von gemerkt haben, längere Laufzeiten von, weiß ich nicht, Anträgen oder, weiß nicht, irgendwelchen Dienstleistungen? Ja, wenn die Frage jetzt an mich ist. Erstmal an dich, bei dir, okay. Und dann kann ja Jörg Nickel gleich nochmal dazu was sagen mit diesem Schleswig-Holstein. Also ich habe da keine strukturierten Erkenntnisse, von die mir zumindest bekannt sind. Ich kann nur so aus der Erfahrung berichten, dass da sicherlich auch Veränderungen passiert sind, dass sozusagen, weil Präsenztermine nicht mehr in dem Umfang angeboten werden konnten, beziehungsweise auch so dieser Strom an Publikumsverkehr, jeder kommt einfach und stellt sich an, das musste ja irgendwie umgestellt werden. Von daher hat es dann dazu geführt, dass nur noch Termine vergeben wurden, was sicherlich für die Bürgerinnen und Bürger auch angenehm ist, weil man dann nicht sich 6 Stunden lang für irgendwas anstellen muss. Andererseits natürlich möglicherweise auch zu gewissen Verzögerungen geführt hat, weil natürlich nicht ich einfach hingehen kann und versuchen kann, meine Dienstleistung zu bekommen. Von daher
hat es sicherlich zu Veränderungen geführt und auf der anderen Seite aber auch positiven Veränderungen, dass jetzt sozusagen auch unsere Bezirksämter, das sind ja sozusagen unsere Kommunen in Hamburg, auch jetzt solche Sachen pilotieren wie Videosprechstunden anzubieten. Ich glaube, das wäre ohne die Pandemie sicherlich nicht so schnell passiert, ist mein Gefühl. Und das sind natürlich auch tolle Entwicklungen, die natürlich noch angenehmer sind für den Bürger, als jetzt noch irgendwo hinzukommen. Absolut, ja. Jörg Nickel, wie sieht das bei Ihnen in Schleswig-Holstein aus? Haben die Bürgerinnen und Bürger was gemerkt von diesem Switch? Was würden Sie sagen? Ist er noch da? Oh. Jetzt ist er. Doch, da ist er noch. Ihr Mikro ist noch aus. Nein, leider. Nein, nein, wir hören nichts. Jetzt hören? Test. Ja, läuft. Ja, ich habe jetzt das Headset einmal kurz rausgezogen, weil ich da vorhin schon mal technische Schwierigkeiten hatte. Also ich habe gesehen, dass einige Schlangen in den Rathäusern lang waren und dass es sicherlich nicht überall positive Effekte gehabt hat. Und wir in der Staatskanzlei waren sicherlich auch die Kolleginnen und Kollegen erstmal damit beschäftigt, die Arbeitsprozesse aufrechtzuerhalten. Das heißt tatsächlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell mit Laptops auszustatten, mit Software auszustatten, mögliche Schulungen auch noch vorzunehmen, weil es natürlich auch wichtige Aufgaben gab. Gerade in Corona-Zeiten kam ja auch der Staatskanzlei eine wichtige koordinierende Aufgabe zu. Und das heißt, es musste also sehr schnell auch die Arbeitsfähigkeit und die Kommunikationsfähigkeit wiederhergestellt werden. Und ich denke, dass jetzt, wo wir hoffentlich im Abklingen sind der Corona-Pandemie, dass wir jetzt tatsächlich auch die Erkenntnisse zusammensammeln und sagen, was müssen wir jetzt zwingend auch erhalten von diesen neuen Strukturen und wie sollen wir uns da jetzt auch weiter aufstellen, um sozusagen ins hybride Arbeiten auch zu kommen. Ja, vielen Dank. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es eben tatsächlich auch zu einem anderen Fokus vielleicht auch oder dass Bürgerinnen und Verwaltung vielleicht sogar enger zusammenrücken, ne? Weil man eben viel mehr Feedback und viel direkteres Feedback bekommt. Da ist bestimmt auch noch einiges, was wir in der Zukunft da kommen sehen. Ja, jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen, wieder sozusagen, zwar nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, was auch sicherlich alle, die jetzt das mitverfolgen, auch interessiert und vielleicht auch selbst miterlebt haben. Ich in Hamburg habe das tatsächlich erlebt mit den Sprechstunden, die dann erst in 3 Monaten und so weiter dann gemacht werden konnten. Aber ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, bei mir kam Verständnis, ne? Also zuerst habe ich mich aufgeregt und habe gedacht, was soll ich denn in 3 Monaten mit dem Termin? Und dann habe ich aber gleich gemerkt, okay, wir sitzen ja alle in einem Boot und es ist nachvollziehbar, ne? Also so habe ich das dann tatsächlich gemerkt. Ah, jetzt kommt auch gerade eine Frage rein, die will ich auch gleich einstellen. Wie sieht es denn mit der technischen Ausstattung für hybrides Arbeiten in der Verwaltung aus? Gibt es auch Tablets mit Stift, um Dokumente digital zu bearbeiten, zu markieren? Das würde ich noch mal parken, die Frage. Da kommen wir, da haben wir noch einen Themenkomplex später. Die stelle ich gleich später noch mal. Jetzt würde ich gerne den Switch noch mal machen, zurück in die Verwaltung, in die Organisationen. Hybrides Arbeiten, wir haben schon eben gesagt, okay, ne, da ist plötzlich Arbeiten zu Hause. Sebastian hat das so schön gesagt, die Arbeit ist zu Hause eingezogen, finde ich sehr, sehr schön und bildlich. Imke, ihr habt da auch schon sehr viel Erfahrung gemacht, hatten wir in unserem Vorgespräch thematisiert. Was macht das eigentlich, dieses hybride Arbeiten? Also das bedeutet ja, jeder ist in einem unterschiedlichen Ort. Wir arbeiten über die Bildschirme zusammen. Viele schalten ihre Kamera aus. Ich kriege gar nicht mehr mit, was da überhaupt für menschliche Regung auf der anderen Seite passiert. Und das ist eine große Veränderung. Was würdest du sagen? Wie wirkt sich dieser plötzliche Wechsel auf dieses hybride Arbeiten, auf die Zusammenarbeiten, auch auf den einzelnen Menschen aus? Ja, also zuerst mal bin ich ganz froh, dass ich hier auch eingeladen bin, weil ich für diesen Aspekt Mensch spreche. In der Digitalisierung sprechen wir immer ganz viel von der Technik und dass wir alles technisieren müssen und das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich hatte gestern Abend eine Videokonferenz und meine Technik, mein Netz war nicht stabil und na klar macht das Stress, das ist keine Frage. Aber natürlich ist auch wichtig, wir sind in der Technik haben wir jetzt so einen Stand erreicht, dass wir uns jetzt immer mehr darum kümmern können, was macht das eigentlich mit den Menschen. Vielleicht kann ich kurz ein bisschen erzählen von unserem Projekt, was wir gemacht haben. Wir hatten nicht nur den Schub Corona-Pandemie, sondern wir hatten auch die Aufgabe, die 5 Dependancen, die wir in Kiel haben, in einer neuen Dependance unterzubringen. Das heißt, wir sind umgezogen mit 5 verschiedenen Bereichen und sind jetzt alle zusammen an einem Ort mit 800 Mitarbeitenden.
Und diese Aufgabe, die stellte sich schon 2019 heraus. Und wir haben da uns Gedanken gemacht, was haben wir eigentlich für Mitarbeitende? Also welche Aufgaben haben die? Wir haben zum Beispiel Büromitarbeitende oder den Büromitarbeiter, um jetzt mal die männlichen Formen zu nehmen. Der sitzt am Schreibtisch und 90% und kann seine Aufgaben dort erledigen. Dann haben wir Projektleiter. Die sind sehr viel unterwegs, sind bei ihren Bauprojekten, fahren mit dem Auto, mit dem Fahrrad durch die Gegend von Projekt zu Projekt. Dann haben wir Führungskräfte. Die sind ganz viel in Besprechung. Die sitzen eigentlich gar nicht in ihren eigenen Büros. Manchmal stellen da vielleicht nur ihre Tasche ab. Und wie passt jetzt unser neuer Büroraum, wie passt der neue Büroraum zu diesen verschiedenen Arbeitstypen? Und da galt es dann, ein schlaues Konzept zu entwickeln. Und das haben wir getan. Also wir haben ein Konzept entwickelt. Wir sind jetzt mit einer Belegungsquote von 0,7 an dem neuen Standort. Das heißt, wir haben 7 Arbeitsplätze für 10 Mitarbeitende. Wir haben den reduziert. Aber wir haben den nicht schlicht reduziert, sondern wir haben das, was man eigentlich machen möchte, wenn man zusammenkommt. Das ist Kommunikation, das ist Begegnung, das ist Austausch. Und dafür haben wir einen neuen Platz geschaffen. Das haben wir sozusagen vergrößert, solche Bereiche. Es ist so ein Gebäudekomplex aus 3 Gebäuden. Und wir haben in jeder Etage, in jedem Gebäude sogenannte Lounges jetzt installiert. Also die klassische Teeküche, wo es aber einen großen Bereich auch gibt dran, wo man nicht nur Kaffee trinkt und isst, sondern wo man miteinander spricht. Die Teams können sich selbst das ausgestalten und können meinetwegen Monitor dort installieren oder manche machen auch beschreibbare Wände ran. Also es ist wirklich zum Arbeiten auch geeignet. Man kann sich da auch mit seinem Notebook einfach hinsetzen. Und ja, ansonsten, was haben wir noch verändert? Wir haben zu 100% Desk-Sharing, einschließlich aller Führungskräfte, einschließlich Geschäftsführung. Also alle machen mit. Und das ist natürlich für unser Unternehmen. Man kann sich vorstellen, wir bauen sehr viel. Wir haben unheimlich viele Bauakten, was auch gar nicht unbedingt an uns liegt, dass das in Papierform ist. Das liegt auch daran, dass wir natürlich in einem großen Komplex zusammenarbeiten mit verschiedenen Freiberuflichen, mit den Unternehmen, mit den Ministerien, ja, und bauen für verschiedene öffentliche Bereiche. So, dass wir immer gucken können, was können wir selbst schon digitalisieren, wo können wir vielleicht auch außen noch unterstützen, dass digitalisiert wird. Aber das ist zum Beispiel auch ein großes Thema, das Thema Akten. Wo packe ich das hin eigentlich, wenn ich Desk-Sharing mache? Und wir haben festgestellt, natürlich ist das ein Thema von Digitalisierung und Papier auch digital zu machen. Aber es ist eben auch ein Aspekt von, wir sind es gewohnt, so zu arbeiten und wie können wir diese Gewohnheiten vielleicht auch umstellen, wie können wir das machen. Ja, und dieser ganze Umzugsprozess, der fiel eben in die Pandemie, so konnten wir keine Workshops mit den Leuten machen, das gemeinsam mit ihnen arbeiten, weil das für uns ein wichtiger Aspekt war, sondern wir mussten ganz schnell uns überlegen, das digital zu machen. Wir haben ein Verfahren uns überlegt, dass Delegierte gewählt werden. Und mit diesen Delegierten haben wir dann die Workshops gemacht, die neuen Räume gestaltet, tatsächlich Puzzle-Workshops gemacht mit so einem digitalen Whiteboard, wo Herr Marx auch von gesprochen hat. Und diese Delegierten sind tatsächlich eine neue Rolle geworden in der GMSH. Das sind jetzt Multiplikatoren für unseren Wandel. Also die haben wir parallel mit qualifiziert im Thema Moderation. Wie gehe ich eigentlich um? Wie moderiere ich Sitzungen? Und Teambesprechungen, dass wir gemeinsam etwas entwickeln. Also das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, gerade am Anfang der Pandemie. Wir waren, ich glaube, 10% waren ungefähr, hatten die Möglichkeit, hybrid zu arbeiten und 90 nicht. Dann ist die IT-Abteilung heiß gelaufen. Jetzt ist es ungefähr umgedreht. Also 90% waren dann im Homeoffice. Für 10 war das nicht möglich. Aber da haben sich Arbeitsaufgaben verändert. Also wer früher eine Assistenz war, am Schreibtisch viel gearbeitet hat, telefoniert hat, musste dann vielleicht in den ersten Wochen Akten erstmal durch die Gegend fahren. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Also da ist ja viel digitalisiert worden. Aber es haben sich sehr viele Arbeitsbilder in der GMSH verändert und Arbeitsaufgaben verändert. Vielleicht. Das ist der Change, von dem man immer spricht, ne? Aber diesmal nicht geplant, sondern der war einfach da plötzlich. Ne? Interessant. Ja, durch den doppelten Schub einfach auch. Genau, nochmal, ne? Das merkt man sehr. Und auch wir, das kann ich sehr bestätigen, wir sind noch lange nicht angekommen in dieser ideal neuen Kultur, sondern was ich merke, ist, dass die Schere sehr weit auseinander geht. Mhm. Es gibt eben die paar Nerds, die das alles ganz toll finden und losziehen und die Flexibilität ausnutzen ist ein schlechtes Wort, also nutzen, so gut sie es können.
Und dann gibt es natürlich auch Menschen, für die ist das schwer und für die auch das passt nicht zu der eigenen Arbeitsaufgabe, so flexibel und so zeit- und ortsflexibel zu arbeiten. Und da gilt es quasi zu gucken, wie gehen wir mit dieser Unterschiedlichkeit um und wie finden wir quasi auch Wege, die verschiedenen Personen, die verschiedenen Menschen gut in die Wirkung zu bringen, weiterhin, also auch in Zukunft, auch wenn sich diese Arbeitsbilder so verändern. Dazu quasi dafür zu sorgen, wenn jeder in seinem Homeoffice sitzt oder manche im Homeoffice bleiben, manche sind vor Ort, wie entsteht eine neue Art von Verbindung miteinander, weil die ist wichtig zum Wohlfühlen. Das wollen wir alle. Der Mensch möchte in Verbindung mit anderen Menschen sein. Absolut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du hast es auch angesprochen, es geht ja um Persönlichkeiten. Ne? Wir alle sind individuell so unterschiedlich wie unser Fingerabdruck. Und da gerät sicherlich bei so einem plötzlichen Wandel, da hat ja keiner die Chance gehabt, sozusagen sich langsam darauf vorzubereiten, da auch bestimmt emotional an Grenzen. Der eine ist introvertiert, extrovertiert, der eine braucht mehr Struktur, der andere weniger. Gab es da auch so, gerade für dich als Leiterin Personal, sagen wir mal so auf Individualebene, da durchaus auch Gespräche oder Kollegen, die auf dich zugekommen sind, die da Probleme hatten, Schwierigkeiten? Ja, du nickst schon, oder? Ja, ich nicke, genau. Ich bin nicht Leiterin Personal, das ist mir wichtig. Ach so, Entschuldigung. Personalleiter, ich leite den Bereich Personalentwicklung und Organisationsentwicklung. Genau, und das hat ja auch eine gewisse Bedeutung, also dass ich mich sehr konzentrieren kann auf diesen Entwicklungsbereich und dass wir die Menschen begleiten können in ihrer eigenen Entwicklung. Und das machen wir natürlich auf individuelle Weise. Was sehr zunimmt jetzt im letzten Jahr, ist, dass Teams auf uns zukommen und Teams fragen. Natürlich rumpelt das jetzt auch, wenn wir in diese neue Liegenschaft einziehen. Also man muss sich vorstellen, vorher hatte jeder seinen eigenen individuellen Arbeitsplatz mit vielleicht seinem Foto von der Familie, die Pflanze, die man mag, ein Bild an der Wand, was einem gefällt. Das fällt jetzt alles weg. Und was wir uns überlegt haben, ist, dass wir die Teams ihre Heimat gestalten lassen. Also wenn dieses Individuelle wegfällt, wie kann man dafür sorgen, dass man in diesem Team also doch noch eine gewisse abgegrenzte Sicherheit hat, also nicht in das Gebäude geht, ich muss mir jetzt irgendwo einen Platz suchen, sondern ich habe auf jeden Fall meinen Platz in meiner Teamheimat. Und da sind wir gerade auch noch dabei, dass man nach dem Umzug war es wichtig, arbeitsfähig zu sein, schnell wieder arbeitsfähig zu sein, was top geklappt hat. Aber jetzt geht es darum, dass wir es uns wirklich zur Heimat machen, dass wir es gestalten. Da haben wir tatsächlich auch jetzt nochmal einen Aufruf. Wir haben das viel so gemacht, dass der Geschäftsführer per Video das angekündigt hat, auch nochmal deutlich gesagt hat, welcher Schritt ist jetzt dran, dass das so intendiert ist, dass es so gewünscht ist, dass alle mitarbeiten, dass alle mitgestalten und sich mit einbringen. Und jetzt startet quasi diese Phase 4, wo es darum geht, ja, Dekoration, also ein bisschen Pflanzen, Bilder und so weiter, also es sich wirklich zur Heimat zu machen, sich zu überlegen, wenn jemand Geburtstag hat, wie wollen wir das eigentlich gestalten? Man kann nicht mehr den eigenen Tisch gestalten. Wo sitzt die Person, wenn sie kommt? Kommt sie überhaupt? Oder singen wir einfach ein Lied in unserem morgendlichen Treffen, was sowieso digital stattfindet? Also solche Dinge. Und was wir jetzt etablieren, das sind Retrospektiven. Also, dass wir quasi die Teams begleiten, dass sie ein paar Monate, ein paar Wochen erstmal in dieses neue Arbeiten reinkommen und dass wir dann mit ihnen zusammen draufschauen, sehr systematisch. Aktuell machen wir das auch noch digital, eben auch wieder mit dem Whiteboard und einer Videokonferenz. Sie haben dann ihr Board, da haben wir ein paar Leitfragen, wo sie sich entlanghangeln können. Also klar fangen wir immer an mit dem, was läuft dann eigentlich schon, da mal drauf zu blicken, aber dann, was läuft eben noch schief und dann quasi wirklich konkret an Lösungen zu arbeiten und sie zu befähigen, selber Lösungen zu erarbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was ganz gut ist, ist, dass wir schon, als ich kam, damals das Thema Coaching eingeführt haben in der GMSH. Also jeder kann zu uns kommen, jeder, ohne über die Führungskraft zu gehen, sondern kann direkt zu uns kommen und ein Coaching anfragen. Wir arbeiten viel mit Motivanalysen, also dass die Menschen quasi sich selbst immer besser kennenlernen, sich selbst und ihr eigenes Potenzial, um das dann auch bestenfalls zu entfalten. Genau. Sehr beeindruckend. Also ich habe gerade überlegt, naja, als du so erzählt hast, dass du sprichst von einer Softwareunternehmung, ja, so mit ganz vielen jungen Mitarbeitern, die da jetzt so agil arbeiten und all diese ganzen Instrumente. Also finde ich schon sehr, sehr beachtlich für ein doch eher traditionell geprägte Branche und Unternehmen, was ihr da eingeführt habt. Es gibt eine Frage dazu aus dem Publikum. Gab es von der Geschäftsleitung ein vorgegebenes Ziel oder kam der Wunsch der Veränderung von den Mitarbeitern bei der GMSH?
Beides. Also in der Wunsch bestand schon lange. Man kennt diese klassischen Mitarbeiterbefragungen. Die Befragungen, die immer durchgeführt werden, haben wir auch systematisch alle 3 Jahre ungefähr durchgeführt. Und ein Wunsch, der immer wieder benannt wurde, war, wir brauchen irgendwie mal einen Bereich, wo wir mal uns treffen können, wo wir auch mal informell uns austauschen können. Wir hatten so kleine Teeküchen, zum Beispiel in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Ja, auch in den anderen Dependancen waren die Teeküchen meistens nur so, dass man so ganz eng aneinander vorbeigehen konnte. Und eigentlich sonst waren lange Flure, klassisch lange Flure mit Einzelbüros, Zweierbüros. Die Türen waren mal offen, mal nicht offen. Das hatten wir und da stand dieser Wunsch ist schon lange in allen Befragungen gewesen. Dass wir jetzt so umgezogen sind, das war tatsächlich auch einfach, weil wir diese Dependance, in der wir waren, das Gebäude, in dem wir waren, das mussten wir verlassen. Das war vorgesehen quasi für andere Einrichtungen. Wir mussten was Neues finden. Wir haben überlegt, ob wir selber bauen und auch da ein Projekt davor gehabt, überlegt, wenn wir neu bauen, wie können wir das gestalten? Und dann gab sich die Möglichkeit, eine Liegenschaft anzumieten, ganz zentral in Kiel, wo wir wirklich auch alle Mitarbeitenden unterbekommen. Und so von daher kam es eigentlich von beiden Seiten. Es ist schon so, dass die Geschäftsführung sich überlegt hat, diesen Teamgedanken und sich auch überlegt hat, welche Teams in welchem Gebäudebereich zusammen sind. Was die Beschäftigten dann aber gemacht haben, begleitet durch uns in diesen digitalen Workshops, ist, dass die Delegierten untereinander ausgehandelt haben, wo welches Team in welchem Gebäudebereich sitzt. Also das haben wir systematisch mit ihnen zusammen erarbeitet. Und also es spielt ganz gut zusammen. Es gibt quasi schon auch eine Vorgabe, aber wir haben großen Wert darauf gelegt, mitzugestalten, weil ich glaube, sonst hätten wir auch das nicht so gut hinbekommen, die Menschen mitzunehmen. Also genau, es ist ja so im öffentlichen Dienst, dass das Mitbestimmungsverfahren, alle müssen diesem Umzug auch zustimmen. Und es war im Promillebereich, in dem die Leute nicht zugestimmt haben, diesem Umzug. Also das ist sehr gut gelungen. Was dafür wichtig war, war wirklich Transparenz, ganz viel Kommunikation. Und es war eben nicht möglich, sonst haben wir so eine Personalversammlung immer in den Holstenhallen in Neumünster gemacht. Ging nicht. Wie macht man es jetzt? Wir hatten auch noch keine digitalen Tools, die das ermöglichen, mit 500.000 Leuten zusammen zu sein. Also das war ja am Anfang. Und dann haben wir einfach mit Videos gearbeitet. Also ich habe ganz viele Videos erstmal tatsächlich einfach mit dem Handy aufgenommen. Das haben wir Stück für Stück natürlich verbessert und haben Videos gemacht. Wir haben eine Panoramatour von dem neuen Gebäude eingestellt im Intranet und hatten einen eigenen Bereich. Aber da haben wir sehr, sehr viel Wert drauf gelegt mit so einer interdisziplinären Projektgruppe, die wir hatten, wo auch der Bereich Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit beteiligt war und ganz viel Information immer bereitgestellt hatte, sodass jetzt zwischendurch auch manchmal gesagt wurde, oh, jetzt bitte keine Mail mehr zum kleinen Kiel, also zum Umzug an den kleinen Kiel. Aber lieber so rum, als dass die Beschäftigten nicht wissen, wie ist der Stand. Und was, glaube ich, auch neu war, ist, dass wir gezeigt haben, wir haben nicht alles fertig gedacht. Also es ist nicht alles gedacht und alles erarbeitet und wir vermitteln das jetzt nur noch, sondern wir haben, es gab so Dialoge, wo wir einfach das Fenster geöffnet haben, also ein ganz klassisches Videoformat. Und am Anfang ist ja so ein bisschen die Unsicherheit da, dann haben wir erst mal präsentiert, so, wo ihr so da stand. Und die letzten Dialoge, die sind wirklich so, wie man sich das auch vorstellt, wirklich ganz offen. Also wir gehen rein, alle in den Raum, man kann sich hinzuschalten, wenn man möchte, und man kann seine Fragen stellen. Und wir haben ganz gezeigt, wie agil sozusagen unser Projekt ist, also wie im Flow wir gerade alle sind. Super. Ja. Ja, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank. Man spürt die Begeisterung vor allen Dingen. Und mir ist so gerade eben eingefallen, ich finde, das ist der Unterschied, was du beschreibst, zwischen agil denken und agil leben. Ne? Also man kann immer sagen, man ist agil und man malt sich das oder schreibt sich das auf oder man tut es. Und das, was du beschreibst, man entwickelt und wächst sozusagen im Laufe des Weges sozusagen. Ne? Ja, jetzt möchte ich einen kleinen Sprung, wie angekündigt, machen
Jörg Nickel, Sie hatten ja auch schon mit den Hufen geschart, am Anfang jetzt etwas zu dem doch tollen Projekt auch sagen zu können, weil es gibt eine Verbindung zu dem, was wir jetzt gehört haben, also ne, was bedeutet eigentlich Kultur, und das ist, glaube ich, sehr schön rausgekommen, was Kultur in Unternehmen eigentlich bedeutet, wie auch das Thema hybrides Arbeiten darauf einwirkt. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema Coworking. Das ist jetzt das Stichwort. Also es geht ja darum, hybride Arbeitsorte. Ich kann von allen Orten sozusagen arbeiten, wo ich das möchte. Das ist sozusagen so der Leitgedanke. Und jetzt geistert auch immer mehr dieser Begriff des Coworkings. In großen Städten hat man das schon viele Jahre, im Land etabliert sich das so langsam. Und ja, Jörg Nickel, dann beschreiben Sie uns doch vielleicht mal gerade, was die Staatskanzlei Schleswig-Holstein da initiiert hat, warum sie das initiiert hat und worum es da eigentlich geht. Ja, ich habe jetzt mal erstmal das Headset gewechselt. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ja, läuft. Ja, Redundanz ist ja auch alles im digitalen Zeitalter, dass man notfalls noch ein zweites Headset in der Schublade hat. Ja, wunderbar. Wir haben im vergangenen Jahr wahrgenommen, da tut sich ganz viel in den Dörfern. Coworking Spaces, es gibt eine neue Genossenschaft, die Cowork-Land-Genossenschaft, die also viele dieser Coworking Spaces vernetzt. Und die hatten bereits auf der digitalen Woche, glaube ich, vor zwei Jahren und vor drei Jahren, hatten die bereits einen Container aufgestellt und bereits für diese Idee geworben. Und ich hatte mir sowas auch mal angeguckt und war auch sehr beeindruckt von der Atmosphäre und dachte, das ist ja auch wirklich ein schöner Ort zum Leben. Und das ist nicht nur was für Nerds und für Start-ups, sondern das ist ja auch was tatsächlich für die breite Mehrheit oder also eine breite Gruppe von Menschen, die Interesse haben, an solchen Orten zu leben. Und gleichzeitig hatten wir gehört, dass Homeoffice für viele Leute auch nicht so gut funktioniert hat. Sei es zum Beispiel, weil es laut war, weil es vielleicht nicht zwei Arbeitsplätze gab für zwei Menschen. Vielleicht war das so, dass der Vater mit den Kindern so laut war und deshalb hat die Frau gesagt, ich kann hier nicht arbeiten. Oder die Menschen wohnen weit weg von ihrer Dienststelle und sagen, für eine halbe Stelle lohnt es sich noch jedes Mal nach Kiel zu fahren. Zu Hause fällt mir aber auch die Decke auf den Kopf. Was gibt es für andere Möglichkeiten? Und so haben wir überlegt, wäre vielleicht Coworking auch etwas für die Mitarbeitenden des Landes, um das als dritte Option zum Arbeiten mal auszuprobieren. Und deshalb haben wir uns zusammengetan mit Dataport und mit der Coworkland-Genossenschaft und haben da einen Plan gemacht und überlegt, wie können wir das mal ausprobieren. Und uns war schon klar, ganz so einfach, wie man sich das so vorstellt, wir haben ein bisschen Geld und wir haben eine gute Idee und nun mal los. So geht es irgendwie nicht. Sondern es war natürlich da doch noch die eine oder andere Hürde und die eine oder andere Frage zu klären. Wie ist es mit dem Unfallschutz? Wie ist es mit den Gewerkschaften? Wie ist es mit den Personalräten und wie ist es mit dem Datenschutz und der Datensicherheit? Also wir mussten da noch eine Menge Hürden drüber springen, aber ich denke, wir haben das jetzt soweit geschafft. Heute wurde auf einer Pressekonferenz durch den Chef der Staatskanzlei und den Chef von BIZA und dem Chef von Dataport, Herrn Johannes BIZA, und dem Geschäftsführer der Cowork-Land-Genossenschaft, Herrn Bär, wurde diese Pilotphase vorgestellt. Wir haben in der vergangenen Woche einen Brief des Ministerpräsidenten an alle Mitarbeitenden der obersten Landesbehörden geschickt. Das sind also insgesamt rund 3000 Personen und gesagt, vom 1. Oktober bis zum 31.12. habt ihr die Gelegenheit, mal Coworking auszuprobieren. Und das geht aufs Haus, wir zahlen das, ihr könnt euch kostenlos anmelden. Vielleicht nicht jetzt gleich drei Monate durch, sondern so mal so ein paar Tage das auszuprobieren. Es gibt eine Karte auf der Website der Coworkland-Genossenschaft und schaut mal, wo es da in eurer Nähe so einen Platz gibt und schaut euch das mal an. Und wir haben jetzt am kommenden Sonnabend, am 18. September, den Tag der offenen Tür in der Coworkland-Genossenschaft, an der sich viele dieser Spaces beteiligen. Und wir hoffen, dass von den 3000 Kolleginnen und Kollegen da jetzt viele sich auf den Weg machen, sich das mal angucken, sagen, Mensch, da habe ich ja auch Lust. Und dann ab 1. Oktober da fleißig buchen, das mal auszuprobieren und hinterher ein Feedback dann zu geben. Und wir werden mal schauen, am 31. Dezember, wo wir dann stehen, wenn wir Pech haben, hat fast keiner gebucht, dann waren wir vielleicht unserer Zeit voraus, dann müssen wir schauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Wenn das erfolgreich ist und wieder eine gute Resonanz haben, dann würden wir diese Pilotphase auch noch im nächsten Jahr verlängern und vermutlich auch noch auf den sogenannten nachgeordneten Bereich, also auf andere Behörden ausweiten, sodass auch noch andere Menschen aus dem öffentlichen Dienst die Möglichkeit haben, das auszuprobieren. Ja, und wenn es dann gut läuft, dann kann man natürlich überlegen, das zu verstetigen. Dann
geht es natürlich nochmal die Diskussion los in den Gremien. Was bedeutet das jetzt für die Risikobewertung von Arbeitsplätzen? Was bedeutet das für den Unfallschutz? Wann ist man da versichert? Wie kann man gewährleisten, dass keine Betriebsinterna nach außen gelangen? Das wird sicherlich nochmal eine muntere Debatte werden. Aber grundsätzlich sagt das Land, ja, wenn es gewollt ist, können wir uns das vorstellen, dass wir auch tatsächlich euch Mitarbeitende nochmal eine dritte Option schaffen. Und da bin ich jetzt gespannt und freue mich, dass wir das anstoßen konnten, gemeinsam mit Dataport und Coworkland. Mal gucken, was draus wird. Mal gucken, was draus wird. Also auch ein ganz tolles Beispiel von agil leben und nicht agil reden und denken, sondern einfach tatsächlich leben. Sehr beeindruckend, dass, glaube ich, wirklich als politische Institution so ein Thema voranzutreiben. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Breite in Firmen, in der Wirtschaft gibt, weil man muss hier dazu sagen, falls es wirklich noch nicht so richtig rauskam, diese Coworking Spaces sind wirklich eigenständige, am Markt eigenständige Coworking Spaces. Es geht hier also nicht darum, dass eine Firma sagt, ich baue gewisse Flächen zu einem Coworking Space um und da können die Menschen arbeiten, sondern das sind komplett eigenständige Coworking Spaces, die in der Fläche draußen verteilt sind. Und da sagt jetzt das Land Schleswig-Holstein, liebe Mitarbeitenden oder ein Teil von denen, zumindest in der Pilotphase, ihr könnt das ausprobieren in komplett eigenständigen freien Coworking Spaces. Das ist schon eine beachtliche, beachtliche Initiative. Und ja, Sie haben das aber auch schon angesprochen, Wandel ist ja auch etwas, ne, das kann man wahrscheinlich nicht an so einem Projekt nachher oder irgendwie festmachen und sagen, okay, 3 Monate nicht funktioniert, dann funktioniert es nie, sondern Wandel ist halt immer auch eine Geschichte, die Entwicklung braucht und auch immer wieder Unterstützung. Ich würde angesichts der Zeit, ich würde da am liebsten, merkt man vielleicht sogar auch gerade, noch wir viel haben da ja viel Gemeinsamkeit, wir haben uns da ja, Sie haben uns da ja auch sehr unterstützt, Herr Marx und Sie, und insofern ist das natürlich auch ein bisschen unser gemeinsames Baby, von dem wir natürlich gemeinsam hoffen, dass es nachher zum Erfolg wird. Genau, genau. Jetzt würde ich nochmal das dritte Themenfeld ansprechen, nämlich, also wir machen jetzt wieder den Sprung zurück und sagen, ne, hybrides Arbeiten, welche Elemente gehören da eigentlich dazu? Was müssen wir dabei eigentlich berücksichtigen? Wir hatten einmal das ganze Thema, wo steht man eigentlich heute in der Verwaltung mit den Fachverfahren, so nennt man dieses Stichwort, also können die Mitarbeiter in den Verwaltungen überhaupt sozusagen aufgrund ihrer Grundlagen, die sie vorfinden, hybrid arbeiten. Wir haben das ganze Thema Kultur, Mensch, Team berücksichtigt, aber auch, wie gestalte ich Flächen? Das Stichwort, ich fand das ganz bildlich, ne? Früher kleine Teeküchen, jetzt einfach viel mehr Raum geben, weil es um den Austausch geht, den eben viel stärker zu fördern. Wir haben jetzt den Sprung gemacht, dass es eben sogar eventuell perspektivisch gar nicht mehr der eigene Büroraum sein muss, den man zur Verfügung stellt, sondern ich kann Menschen plötzlich auch ganz woanders arbeiten lassen und unterstütze das sogar. So, und jetzt haben wir doch noch einen Block, der ganz oft wo man immer so denkt, so, das muss halt laufen, das ist die Technik. Ja, man sagt so, also eigentlich beschwert man sich ja immer nur, ne? Das Internet ist zu langsam, mein Laptop ist zu langsam, dies funktioniert, jenes funktioniert nicht. Mit zunehmender, oder auch das ist diese digitale oder hybride Arbeitswelt, das virtuelle Arbeiten, wurde es jetzt auch mehrfach gefallen, dieser gesamte Bereich der Technologie, der digitalen Möglichkeiten, um eben virtuell arbeiten zu können, bekommt immer mehr Bedeutung. Um das Thema einzusteigen, würde ich ganz gerne nochmal Sebastian dazu ansprechen, weil er ja auch bei Dataport eben mit dazu zuständig ist, neue Tools, neue Werkzeuge zu identifizieren, zu überlegen, wie kann man sie eben auch den Kunden von Dataport, der Verwaltung, den Kommunen, dem Land dann zur Verfügung zu stellen. Was würdest du denn sagen? Was sind denn so die, du hattest zwar schon nur angedeutet, aber dass du da vielleicht nochmal so eingehst drauf, welche Werkzeuge werden denn in naher Zukunft, also wir sprechen hier von einem halben Jahr bis Jahr vielleicht, aus deiner Sicht wirklich ein Standardportfolio werden müssen, um eben diese virtuelle Zusammenarbeit weiter treiben zu können. Genau, und das ist auf jeden Fall das, was ich vorhin auch angesprochen hatte, dieses digitale Whiteboard,
einfach weil ich eben nicht mehr weiß, wann kommen die Leute wirklich zusammen, aber ich trotzdem die Möglichkeit habe, dass jeder dort zu jeder Zeit draufschauen kann. Und auch daran arbeiten wir gerade, dass wir das als Produkt anbieten, damit wir so ein Whiteboard, wo man auch dann Workshops drüber machen kann, auch die finden ja dann auch hybrid in Zukunft viel statt. Also es wird kein Zurück mehr geben, dass alle sich klassisch treffen. Es wird immer die Möglichkeit sein, dass einer vielleicht sagt, für mich lohnt sich die Anreise gar nicht, dass ich immer wieder jetzt eigentlich nur noch in Hybrid denken muss. Und dafür wollen wir halt die Tools bereitstellen. Das geht los halt bei so einem digitalen Whiteboard. Das geht weiterhin bei, dass ich vernünftige Videokonferenzsysteme habe. Das geht weiterhin beim digitalen Arbeitsplatz. Also das sind alles Themen, die wir, ja, an denen wir arbeiten und die wir dann auch produktisieren, um sie anzubieten. Vielleicht für die eine oder den anderen draußen, die uns zuschauen, digitales Whiteboard. Da würde man vielleicht erst sagen, wovon redet der denn? Also Teams habe ich jetzt verstanden oder Zoom. Und da kann ich auch Bildschirm teilen. Kann ich ja schon eigentlich zusammenarbeiten. Also man sieht sich, man kann sich austauschen. Ich kann, wie gesagt, Präsentationen, Inhalte teilen. Wo ist denn jetzt das Besondere bei so einem digitalen Whiteboard? Da geht es halt wirklich darum, dass ich mich ja ausspeichern kann, sei es jetzt, indem ich digitale Post-its klebe. Das ist das, was der meiste, sag ich mal, aus der Workshop-Situation kennt. Ich schreibe etwas auf ein Post-it und hänge es an die Wand, sortiere das auch. Das ist gerade am Anfang, sag ich mal, von Projekten, wenn es um so Brainstorming-Phasen geht, einfach elementar wichtig, dass ich das mache, um einen Gesamtkonsens im Team zu erhalten. Und das muss ich natürlich auch in der virtuellen Welt abbilden können. Sind es jetzt digitale Post-its, natürlich kann ich da auch meine Annotationen einfach reinschreiben, ich kann dort Präsentationen teilen. Es wächst halt alles immer mehr zusammen, also es greift alles immer mehr ineinander und enger aneinander, dass ich dort keine Medienbrüche habe, nicht irgendwie sage, wie kriege ich meine Daten da jetzt wieder raus, ich muss irgendwas umständlich exportieren oder ausdrucken und hin und her schicken, sondern dass ich das alles eben in einer Oberfläche habe, mit den Inhalten, denen ich arbeite. Ah, okay. Das heißt, der Unterschied eben zu heute ist, das heißt, jeder sitzt an seinem Rechner, guckt praktisch digital gesehen auf das gleiche Whiteboard und man arbeitet just in time. Also genau. Jeder kann wie an einem normalen Whiteboard praktisch Inhalte raufschreiben und jeder andere, der dann daran teilnimmt, sieht das sofort. Das ist also praktisch das Besondere. Und genau, Imke, du hattest das ja auch schon angedeutet. Annika, sehe ich am Augenwinkel auch nicken. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu war, aber ich vermute, ihr benutzt das auch schon, solche digitalen Whiteboards, oder? Ja, also wir arbeiten da ja noch an einem Tool gemeinsam mit Dataport, was dann halt einen flächendeckenden Einsatz bekommt. Aber wir benutzen da so Tools wie OneNote, die uns ja schon zur Verfügung stehen, oder manchmal auch andere Lösungen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll für digitale und hybride Workshops. Ja, super. Ja, dann würde ich, Rolf, gerne nochmal dich so mit einbinden. Weil wenn wir jetzt mal, jetzt haben wir von einem Tool gehört, was sozusagen als nächstes und relativ sehr kurzfristig, wir haben es von Annika gehört, man hört da auch raus eigentlich, ne, wir brauchen es, würden es gerne jetzt sofort einsetzen. Man kann ja davon ausgehen, dass die Tools, das wird ja so weitergehen, das haben wir auch schon alle gesagt, also das ist ja nicht so, dass wir sagen, jetzt führen wir ein digitales Whiteboard aus und dann haben wir sozusagen den digitalen Wandel erledigt und dann ist digitales Arbeiten ermöglicht, sondern das wird ja weiterkommen. Wenn wir diesen Gedanken dieses hybriden Arbeits und der unterschiedlichen Orte zu unterschiedlichen Zeitpunkten mal zu Ende denken, dann bedeutet es ja, dass sozusagen dieses Gerät oder mein Laptop oder mein Smartphone wird zu meinem Arbeitsplatz. Also ich habe nicht mehr sozusagen hier den Tisch, wo ich meine ganzen Zettel jetzt stapel, sondern es konzentriert sich alles auf diesen Bildschirm. Ist ja auch unter diesem Begriff Digital Workplace, digitaler Arbeitsplatz, das passende Schlagwort dafür. Du hast sowohl was Coworking angeht, als auch was die Entwicklung von digitalen Arbeitsplätzen angeht, ja schon sehr früh, schon einige Jahre diese Themen getrieben. Wie würdest du das beschreiben, dieser digitale Arbeitsplatz? Wie muss ich mir das in 1, 2, 3 Jahren vorstellen, vielleicht auch 5 Jahren? Welche Bedeutung bekommt das? Was finde ich dort auf diesem digitalen Arbeitsplatz? Ja, im Grunde kann man das ja sehr gut vergleichen mit der Entwicklung in der Personalentwicklung beziehungsweise in den Erfahrungen. Digitaler Wandel bedeutet ja nichts anderes, dass wir uns immer wieder auf neue Situationen einstellen müssen. Und ich fand das Beispiel mit der Küche so gut. Der Arbeitsplatz vorher war die enge Küche, wo man nur noch seine Anwendung drauf hatte, seine speziellen Programme drauf hatte. Man hatte nur seine Daten eigentlich an diesem PC. Und jetzt ist es eigentlich die Collaboration-Plattform. Es ist der Teamraum. Es ist der Raum, in dem Zusammenarbeit gestaltbar wird. Und das dürfen auch nur Angebote sein,
Weil wir können nicht mehr einen Arbeitsplatz aus der Steckdose ziehen und sagen, der ist für heute, für morgen der richtige Arbeitsplatz, sondern wir müssen Angebote schaffen, die natürlich unabhängig sind von dem, was der Mitarbeiter, was der Angestellte, was auch die Führungskraft zur Verfügung hat, sondern es muss eigentlich vielseitig sein. Ich muss mit meinem Smartphone genauso auf meine Daten zugreifen können wie an dem Arbeitsplatz, der zu Hause steht, vielleicht mit einem großen Monitor. Und diese Flexibilität, und das ist genau das, was Coworking, was Collaboration als das Miteinander verändert, auch der digitale Wandel verändern muss. Und ich glaube, das Entscheidende zum heutigen Zeitpunkt, und das haben wir eben auch gelernt, wir haben ja eigentlich, die IT hat sich auf den Kopf gestellt. Unsere Standorte sind leer und da ist keiner. Früher kamen die Daten alle, die mussten alle dahin oder kamen daher. Und mit dem Tag von Corona wurde das komplett umgestellt. Die Daten, die kamen von draußen. Die waren nicht in den Schulen, sondern die Daten, die waren von zu Hause gekommen. Die Schüler saßen zu Hause vor ihren PCs und wir mussten die Daten irgendwie in die Schule bringen. Also genau den entgegengesetzten Weg. Und deswegen muss das Angebot zukünftig sein, eben einfach viele Dinge bereitzustellen und dann auch die Selbstorganisation zu fördern. Das haben wir ja auch gehört in dem Umzug der GMSH zum Beispiel, dass viel Selbstorganisation, viel Eigeninitiative mit erforderlich ist, um das Ganze zu gestalten. Und das wird die Zukunft sein. Coworking auch sicher zu gestalten, ne? So wie Herr Nickel sagte, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass ein Polizeibeamter auch den Coworking-Raum nutzen kann und dort ein sicheres Vernehmungsprotokoll aufnehmen kann und daneben eben normale Arbeiter aus der Wirtschaft ihre Finanzdaten vielleicht gerade checken. Wie schaffe ich es, dass Mitarbeiter eine Umgebung bekommen, wo sie einmal sicher arbeiten können in dem Umfeld, was sie brauchen, andererseits aber auch die Offenheit da sein muss, um gemeinsam Themen zu agieren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was auch in dem Zusammenhang in Gettorf passiert ist. In Gettorf haben wir ja in Kooperation mit der Gemeinde einen Raum ausgestattet. Dort haben wir zum Beispiel sichere Räume, die nach unserem Sicherheitsstandard für Dataport ausgestattet sind. Da können auch dann die Kollegen aus der Verwaltung entsprechend tätig werden. Und genauso ist das auch in den anderen Räumen. Da ist es öffentlich. Wir haben auch Veranstaltungen abends, wo wir uns treffen. Wir können dort, so wie auch hier jetzt in diesem Studio, wir können dann über Videotechnik, die wir dort haben, dann auch streamen. Abendveranstaltungsstream, Vorträge, die aus dem Ort vielleicht kommen, wo eine Kulturveranstaltung oder jemand aus dem Kulturbereich etwas vortragen will. Das kann man entsprechend im Internet bereitstellen, genauso wie man morgens das nutzen kann, um einen Bundestagsabgeordneten zum Beispiel, der in Gettorf wohnt, der muss jetzt nicht irgendwo in ein Studio fahren oder nach Berlin fahren, sondern der kann in Gettorf in diesem Büro arbeiten, kann über die Videokonferenz sich in Berlin ganz normal raufschalten und dort in der Ausschusssitzung teilhaben. Also das digitaler Wandel muss eigentlich immer ein Angebot sein, muss ein Baukasten sein von verschiedenen Möglichkeiten. Und ganz wichtig auch für die Zukunft ist, die Selbstorganisation zuzulassen. Also agiles Arbeiten, Teams sich organisieren lassen, die Teams so ein Angebot darzustellen, dass sie selber das Beste aus sich rausholen können. Und das ist dann letztendlich auch ein gutes Arbeitsklima und das sorgt auch dafür, dass wir auch zukünftig noch Mitarbeiter kriegen. Weil das ist den jungen Menschen heute wert, dass sie eine Arbeitsumgebung haben, wo sie ihre eigenen Bedürfnisse, Hobbys, auch mit Kindern ist die eine Sicht, aber ich habe meine Eltern sind noch ein bisschen älter als ich und da ist auch die Situation dann mit Pflegesituation, dass man gerne bei seinen Eltern in der Nähe auch sein will, wenn irgendwas mal ist oder wenn sie zu einem Pflegefall werden. Und da bietet sich Coworking an, dass ich eben in der Nähe arbeiten kann, dort aber auch professionelle Arbeitsumgebung finde, mit der ich eben ganz normal, so wie ich das auch in einem Raum erwarte, wenn ich in meinem Büro bin, dann arbeiten kann. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, dass wir Angebote schaffen müssen, diesen digitalen Wandel, aber eben auch durch viel Selbstmotivation und Selbstorganisation dann gemeinsam gestalten. Also zwei Dinge nehme ich mit. Das eine Richtung digitaler Arbeitsplatz. Also im Grunde, wenn ich das so richtig wahrnehme, was du sagst, ist der digitale Arbeitsplatz ist im Grunde etwas, was in der Wolke liegt sozusagen. Das heißt, egal wo ich am Ende bin, kann ich sozusagen auf meinen
persönlichen Arbeitsplatz. Also da gibt es keine Standards in dem Sinne mehr, dass einer alles kriegt, sondern ich habe einen Arbeitsplatz, den ich überall praktisch mir sofort ziehen kann, aus der Luft sozusagen, ja, die Daten, wie du schön sagst, und das eben auch selbst personalisieren kann, so gestalten kann, diesen Arbeitsplatz mit diesen Angeboten, die du sagst, praktisch wie so ein App-Store, genau. Ne, dass ich mir sage, okay, ich brauche heute den KI-Bot, weil der unterstützt, okay, jetzt haben wir schon das Thema, nächstes Thema aufgemacht, aber ne, da wird ja die Zukunft so ein bisschen hingehen, ne, dass ich ganz viele Werkzeuge haben werde, mit denen ich sozusagen arbeite. Und das Zweite, was ich sozusagen jetzt raushöre, und das hat man jetzt ganz stark gemerkt, eben, dass Coworking, eben diese Coworking-Plätze, da stehen wir am Anfang. Also das, was wir heute an Coworking sehen, steht am Anfang. Und gerade wenn wir ländliche Entwicklung gehen, ne, mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung stellen, also dass es da auch nochmal wahrscheinlich verschiedene Facetten von Coworking-Spaces geben würde, wird hinsichtlich der Ausstattung, hinsichtlich der Menschen, die dort vornehmlich sein werden, und das eben ein Stück weit mitzutreiben. Das ist hier scheinbar die, oder ganz offensichtlich die gemeinsame Sicht von allen Teilnehmern. Es gibt, bitte? Noch? Ach so, danke, Nickel, ja. Ja, ich wusste nicht mehr, wie ich auf mich aufmerksam machen kann, aber da wurde ich gerade eingeblendet, da dachte ich, jetzt eine Chance. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten bitte einfach sagen, wenn ich manchmal auch im Reden bin, dann hilft das ganz gut. Ja, ich würde auch gerne noch zum Thema Tools etwas sagen. Mhm. Ich möchte Ihnen von einem Dilemma berichten. Mhm. Also jetzt nicht zuletzt durch diese neue Dynamik, die wir haben, immer auch online zu arbeiten, arbeiten wir natürlich auch viel und eng mit der Wirtschaft, der Wissenschaft zusammen jetzt über Digitalisierungsprojekte. Das heißt, wir haben gemeinsame Online-Konferenzen und wir werden dann eingeladen in Zoom-Konferenzen, wir werden eingeladen in Teams-Konferenzen, wir werden eingeladen, an zum Beispiel an WonderMe teilzuhaben oder an irgendwelchen Metaplan, gelben Zettel-Tools. Ich finde diese Tools alle toll und habe immer mal so notiert, wenn ich mal von so einem Tool höre, dass um das mal später so anzugucken. So, und jetzt habe ich gerade eine Praktikantin und habe sie gebeten, guck dir mal diese ganzen Tools an und schau, welche wir eigentlich in der Verwaltung benutzen dürfen. Also dürfen wir eigentlich, wenn wir eingeladen werden, daran teilnehmen? Dürfen wir selber dazu einladen? Dürfen wir dafür auch Geld ausgeben? Krieg das doch mal raus. So, und dann kam sie zu mir zurück und hat gesagt, ja, ich habe mich mal erkundigt und hat zu mir gesagt, das weiß doch jeder, dass wir nur die Dataport-Sachen benutzen dürfen. So, das fand ich jetzt ein bisschen schade, wir werden ja auch eingeladen. Darf ich dann also auch nicht daran teilnehmen, wenn ich irgendwie eingeladen werde? Und da ist, glaube ich, wissen viele nicht so richtig, was erlaubt ist und was möglich ist. Und um gerade eben auch mit Externen zusammenzuarbeiten, ist es eben die Frage, ob wir nur auf wirklich diese Dataport-Dinge zugreifen können oder ob man nochmal überlegen kann, welche Tools, die vielleicht kaum eine Registrierung erfordern und wo man einfach mal abstimmt, möchte man Regen oder Sonnenschein, ob man nicht einfach auch eine Liste macht, sagt, daran dürft ihr teilnehmen und vor denen würden wir, für diesen Tools würden wir euch ausdrücklich warnen. Und wo wir jetzt gerade so viele Dataport-Vertreter hier haben, vielleicht mögen Sie dazu einen Satz sagen. Ja, gerne. Ja, wobei ich da vielleicht aus Hamburg spontan ergänzen kann, dass bei uns ist das halt einfach Usus oder auch geregelt, dass wir an solchen Konferenzen auch teilnehmen dürfen. Also wir dürfen halt zum Beispiel nicht zu einer solchen Konferenz, also ich sag mal so, da ändert sich auch gerade was, aber in der Vergangenheit durften wir dazu nicht einladen, aber wir durften immer daran teilnehmen. So, von daher haben wir das für Hamburg halt einfach geregelt sozusagen. Was sich dann für mich auch nicht so ganz logisch anfühlt für Datenschutz und Datensicherheit, ob wir jetzt eingeladen werden oder selber einladen. Aber ja. Naja, also bei der Einladung passiert halt per se nichts sozusagen. Also da werden ja, also ich meine natürlich für, da gibt es natürlich noch unterschiedliche Schutzbedarfe, ne? Die muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber für einen nicht hohen Schutzbedarf, also beispielsweise so eine Panel-Diskussion, wäre es jetzt kein Problem, auch diese sozusagen daran per Zoom teilzunehmen als Gast. Genau, also es gibt ja eben wirklich eine Masse an Tools und Unterstützungsmöglichkeiten für Videokonferenzen und verboten ist ja letztendlich gar nichts. Das Entscheidende ist eigentlich, welche Möglichkeiten nutze ich für welche Anwendung, so wie Frau Busse sagt, ne, es geht ja um Schutzbedarf. Wenn wir eine Gerichtsverhandlung haben und in der Pandemie hatten wir Gerichtsverhandlungen halt nicht mehr im Gerichtssaal, sondern per Video bereitstellen müssen, hatten wir natürlich einen viel höheren Schutzbedarf, als wenn die Schulklasse
ein öffentliches Treffen macht. Und so gesehen gibt es also unterschiedliche Angebote, die immer für bestimmte Zwecke bereitgestellt werden. Wir sind dabei, das auch mit dem Bund gemeinsam zu standardisieren, weil es auch dort wichtig ist, die Schutzbedarfe für Bundeswehr, für Polizei dann entsprechend auch umzusetzen. Zum anderen ist es natürlich so, dass in der Wirtschaft, also auch hier, wie Sie sagen, ich muss mit der Wirtschaft kommunizieren, Sie wollen mit den Nordländern kommunizieren, das sind öffentliche Versammlungen. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, als Web-Applikation dann natürlich diese Tools auch zu nutzen. Das, was wir sicherstellen mit den Tools, die Dataport jetzt bereitstellt, zum Beispiel aus diesem Phoenix-Projekt heraus, wo wir eine Lösung geschaffen haben, die wirklich digital souverän läuft. Das heißt, alle Daten, alle Videokommunikationsdaten, alle Chatdaten, die entsprechenden Dinge, die man auch in einer Videokonferenz dann in einem auf dem Whiteboard lassen kann, die laden bei uns im Rechenzentrum und gehen nicht irgendwo durch irgendwelche Server in Amerika, in China oder in Israel oder wer weiß wo. Und das ist eben das, was uns wichtig ist, zum einen natürlich digitale Souveränität sicherzustellen, dass unsere Daten, die wir im Rahmen unserer Verwaltung und auch in der Wirtschaft, ist es ja auch nicht anders, dort entsprechend auch in der Hand haben in Deutschland und in Europa. Und das Zweite ist natürlich, ein Angebot zu schaffen, was zum einen komfortabel ist. Also wenn ein Angebot von Dataport so komfortabel ist, dann brauche ich mich nicht mehr unterscheiden und sagen, ich muss jetzt zwischen 6 oder 7 Tools auswählen. Die Web-Applikation als solches ermöglicht eigentlich immer ein Arbeiten von jedem Arbeitsplatz aus. Aber das, was man da drumherum braucht, das ist eigentlich immer die Intelligenz. Ja, wie Sie gerade sagten, das Headset. Es ist einfach immer schwierig, an dem PC unterschiedliche Headsets mit Bluetooth und entsprechenden Schnittstellen, die dann vielleicht nicht funktionieren, und dann trotzdem noch ein SLA zu garantieren. Also zu sagen, okay, dieser Service, der ist eben noch 100% verfügbar, wenn ich ihn brauche. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass wir als Dienstleister für die öffentliche Verwaltung eben ein Tool bereitstellen muss, was also verfügbar sein muss. Es muss dann funktionieren. Es muss in dem Zusammenspiel funktionieren, mit den Geräten, die wir anbieten. Und das unterscheidet dann natürlich ein bisschen von dem, was ich dann vielleicht als Standard bei Apple auf dem Handy habe oder auch mit Big Blue Button oder wie die ganzen Tools heißen, die ich eben auch im Web nutzen kann. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, aber ich denke schon, dass auch auf Bundesebene eine Standardisierung wichtig ist und dass es wichtig ist, digitale Souveränität eben auch zu erhalten und dafür zu sorgen, dass diese Daten, die wir dann aufnehmen, wir werden dann sehr transparent in der Verwaltung, in unseren Konferenzen, dass wir zumindest wissen, wo diese Daten sind und nicht irgendwo woanders landen, wo wir sie nicht so gerne hätten. Mhm. Ja. Ja. Herr Nickel, wollten Sie noch sagen? Ich hatte mich nur bedankt. Ah ja, genau. Ja, ich habe in einem anderen Kontext das Thema auch. Also das ploppt scheinbar überall gerade hoch. Gerade die Frage, ne, was ist, wenn ich jetzt von außen eingeladen werde? Also ich habe jetzt gelernt, da gibt es im Grunde 2 Themenfälle. Das eine ist, genau was du auch sagtest, also es werden Daten in einem Tool gespeichert. Dann ist nämlich die Frage, das Tool, was ich nutze, wo landen die Daten eigentlich? Sind die irgendwo in Amerika, in irgendeiner Cloud oder wo liegen die eigentlich? Ne? Und dann ist eben die Frage, was ich einschätzen muss, wie sensibel sind die Daten, die ich dort in ein solches Tool reinschreibe, sozusagen. Und das Zweite ist das Thema Personendaten. Das heißt, es gibt auf der einen Seite Tools, die, da musst du dich registrieren. Also brauchst du ein Konto. Und in dem Moment, wo ich ein Konto anlege, gebe ich eben personenbezogene Daten ein, schon allein mit der E-Mail-Adresse. Und das ist so ein Thema, was oft im Zusammenhang mit dem Nutzen von Tools als Arbeitnehmer zusammenhängt. Ja, und dann ist so ein anderer Themenaspekt, den ich so jetzt gelernt habe, ist so eine Betriebsratsbrille, die sagen, ja, also wenn da jetzt eine große Veranstaltung in so einem digitalen Whiteboard stattfindet und jeder schreibt sich damit ihren Klarnamen rein, dann könnte das ja auch irgendwie nachvollzogen werden, welche Person jetzt welchen Beitrag sozusagen dort bringt. Also das sind die 3 Themenfälle, die ich sozusagen jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch schon gelernt habe. Aber ich glaube, und das zeigt es ja, das ist das Thema Agile Leben,
geben. Ne, diese digitalen Whiteboards, die kommen jetzt und es wird Lösungen geben. Es ist alles der Wandel. Ne, man muss jetzt nach und nach eben genau diese Fragen auch klären. Ich möchte gerne noch zwei Fragen hier aus dem Plenum jetzt zum Thema Technik, drei sind sogar, noch mal kurz beantworten. Die gehen, glaube ich, so eher in deine Richtung, Rolf, oder auch gegebenenfalls Annika. Wie sieht es denn mit der technischen Ausstattung für hybrides Arbeiten in der Verwaltung aus? Gibt es auch Tablets mit Stift, um Dokumente digital zu bearbeiten und zu markieren? Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich gibt es Tablets mit Stift, aber ob ich damit die Verwaltungsdaten bearbeiten kann, das würde ich jetzt erstmal noch offen lassen. Es ist, wie gesagt, geht darum, Angebote zu schaffen, mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Und wir sind mit dem normalen Notebook, glaube ich, in der Lage, wirklich alles das abzubilden, was man in einem stationären Büro um sich hat. Und ob das dann mit Stiftergänzung und Tablets dann zu ergänzen ist, ist ja dann auch eine Anwendungssache, ob das Fachverfahren das nachher bereitstellt. Und benötigt. Genau. Ja, dann doch, ja. Annika, die nächste Frage vielleicht mal an dich. Gibt es mehr Bedarf für die Betreuung der IT in der Verwaltung? Kannst du dazu was sagen? Ja, kommt jetzt ein bisschen darauf an, was mit mehr Bedarf da genau gemeint ist. Also wenn ich es jetzt so interpretiere, natürlich hatten wir in der Pandemie schon plötzliche Bedarfe, ganz viele Headsets oder ähnliche Dinge zu beschaffen. Das heißt, da hat das natürlich irgendwie schon zu, sag ich, einem erhöhten Aufkommen geführt. Und ich glaube schon, dass die Unterstützungsangebote und auch die Nachfrage nach der Nutzung unserer digitalen Tools immens gestiegen sind. Also wir haben jetzt viele Schulungsformate so unserer digitalen Arbeitsplatzprodukte wie dem der elektronischen Akte oder unserem Workflow-System von, sage ich mal, Präsenztagesschulungen umgestellt auf kleinere Formate, die dann eher so mal eine Viertelstunde, mal eine Stunde dauern. Und die werden halt sehr gut angenommen und vor allem können da natürlich auch viel mehr Menschen gleichzeitig virtuell teilnehmen. Das heißt, da ist das, sag ich mal, die Nachfrage und aber auch das Angebot immens gestiegen, die Menschen sozusagen zu den Tools, die wir ja vor der Pandemie schon hatten, aber einfach nicht in dem Maße genutzt wurden. Also auch unser Videokonferenz, also Skype nutzen wir ja aktuell, da sind die Zahlen halt auch immens in die Höhe gegangen. Okay, vielen Dank. Genau, dann war noch eine Frage, das geht, glaube ich, auch in deine Richtung, Rolf. Welche technische Ausstattung ist dafür notwendig? Reicht ein Notebook oder eher eine hybride Form wie ein Surface? Ich glaube, das ging in die Richtung noch zu dem Thema digitaler Arbeitsplatz. Ja, letztendlich ist es, glaube ich, der typische Notebook, der gebraucht wird mit Standardschnittstellen, so wie wir es auch hier in diesem Studio haben, wo die Kameras angesteuert werden können, wo Bildschirme angesteuert werden können, also auch Smart-Bildschirme, Smart-TVs, wo man dann drauf arbeiten kann, so wie Herr Marx das vorgestellt hat mit dem virtuellen Whiteboard letztendlich. Also ich glaube, wir brauchen schon das Notebook als Standard und die Daten, also als Verwaltungsarbeitsplatz, für die Daten, für unterwegs, für Führungskräfte, um schnell einen Überblick zu kriegen, das muss letztendlich auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem Surface möglich sein. Mhm. Ja, okay. Genau, diese andere Frage, die hatten wir schon geklärt. Da ging es um das Thema der Geschäftsleitung. Ja, dann sind die Fragen aus dem Chat sind geklärt. Die Uhr läuft ab. Wir sind sozusagen jetzt in den letzten Minuten. Ich würde gerne in die Runde eine zentrale Frage stellen mit einer ganz, ganz kurzen, knappen Antwort. Nämlich aus eurer Sicht hat das hybride Arbeiten, also das Arbeiten an dezentralen Orten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, einen festen Platz in der Zukunft, auch in der Verwaltung? Ja, in jedem Fall hat das heute schon den Platz, sonst hätten wir in den letzten anderthalb Jahren nicht arbeiten können. Okay, Annika. Auf jeden Fall. Also die Realität zeigt ja, dass es sehr gut funktioniert und der Wunsch unserer Mitarbeitenden ist auf jeden Fall da, weiter die Möglichkeit zu haben, mobil zu arbeiten. Und das ist auch in Arbeit, das so zu gestalten. Mhm. Jörg Nickel. Ja, davon bin ich auch fest überzeugt. Es wird keinen Vorwärts in die Vergangenheit geben, sondern wir werden vieles erhalten und weiter ausbauen und werden dadurch noch transparenter, effizienter und bürgerfreundlicher werden. Mhm. Imke.
Ja, auch für mich sieht es eindeutig so aus. Das ist das Arbeiten der Zukunft. Das ist hybrides Arbeiten. Es wird immer mehr dahin gehen, dass es usable ist. Also, dass man wirklich mit seinem Laptop sich einfach überall dann anstöpseln kann. Und dann erscheint es eben auf dem großen Monitor oder ich, ja, vielleicht sogar mit meinem Tablet oder mit meinem Telefon. Das, glaube ich, wird immer einfacher in Zukunft oder muss immer einfacher werden. Und dann ist es wichtig, eben nicht zu vergessen, was macht das mit den Menschen. Also nicht rein digital zu denken, sondern immer wieder den Raum zu schaffen der Begegnung und des analogen Miteinanders, um auch kreativ miteinander zu arbeiten auf diese Weise. Das braucht der Mensch, ist wichtig. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Du sagst jetzt als Letzter wahrscheinlich nee. Definitiv ist es auch in der Verwaltung, auch in Zukunft. Wir leben es ja jetzt auch schon. Und ich hatte es ja auch am Anfang gesagt, es ist dieses gesamte Spektrum aus In-Präsenzarbeit bis Remote wird abgedeckt. Und ich glaube, was man dadurch einfach hat, ist halt die Möglichkeit, sich zu individualisieren und die Optionen zu ziehen, die ich halt brauche, die für mich als Menschen am besten passen. Das suche ich mir raus. Und je mehr Optionen ich zur Auswahl habe, desto besser ist es, desto besser kann ich es auf mich anpassen. Deshalb definitiv. Also ich würde sagen, das ist ein klares Votum. Ja, wir liegen auch sehr pünktlich in der Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten doch ein recht komplexes Themenfeld ein wenig aufdröseln und auch so, dass es eben anschaulich wurde anhand von konkreten Projekten und Erfahrungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für die tolle Runde. Und ja, schönen Tag noch. Vielen herzlichen Dank.